Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. Thema wird sein Saisonalitäten. Die Aktienkurse schwanken mit den Jahreszeiten. Hast du schon mal was vom Sommerloch und Winterfreude gehört? Es gibt saisonal bedingte Zeiten, an der es ruhiger an den Weltbörsen wird, wie beispielsweise im Sommer. Deswegen sieht man, dass die Märkte während dieser Zeit viel dünner und illiquider werden. Das kann man immer wieder sehr schön an der Gapper-Liste sehen. Während dieser Zeit gibt es kaum nennenswerte Kursbewegungen und Momentum Plays. Natürlich gibt es auch während dieser Zeit Trading Chancen, aber nicht in dem Ausmaß, dass wir Daytrader normalerweise gewöhnt sind. Der Mangel an Marktteilnehmern bedeutet, dass das Volumen sinkt und die Volatilität aufgrund der geringen Liquidität zunehmen kann. Jahreszeiten sind daher nicht nur ein Einflussfaktor auf die Rohstoffmärkte, sondern auch auf die Finanzmärkte, weil diese wirken auf die Kursentwicklung und beeinflussen die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung. Im Winter, da gibt es durchschnittlich deutlich bessere Performance als im Sommer. Eine Untersuchung für den Zeitraum 1972 bis 2002 bestätigt dieses Resultat. So stieg der S&P 500 Index in diesem Zeitraum durchschnittlich um jährlich 4,3% pro Halbjahr. Die Entwicklung verlief aber saisonal sehr unterschiedlich. Auch hier lag das Winterhalbjahr November bis April mit einem durchschnittlichen Plus von 7,1% deutlich vor der Performance des Sommerhalbjahrs Mai bis Oktober, in welcher nur rund 1% Anstieg erzielt wurde. In 70% der Fälle wurden im Winterhalbjahr bessere Resultate als im Sommerhalbjahr erreicht. Ob die Saisonalität als alleiniges Merkmal für Käufe oder Verkäufe aus langfristiger Sicht oder zur Vorsicht oder zum Nicht-Trading während dieser Zeit ausreicht, muss man für sich selbst entscheiden und beobachten. Es spricht aber nichts dagegen, die Saisonalität im Hinterkopf zu behalten und zu berücksichtigen. Weil dieses Thema kann man sehr gut in seinem Swing Trading mit einbeziehen. Das war jetzt auch alles zu diesem Thema. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.